Alter, was geht ab, Leute? Hier? Erstmal auf die Penny. So, Montagmorgen oder Montagmittag, echt anstrengend. Erstmal kurze Erläuterung nochmal, wieso Penny so krass ist. Warten wir kurz den Wind ab. Also Penny an sich ist jetzt nicht überkrass. Also ich bin ein bisschen zu gehypt. Aber das liegt daran, dass ich jetzt die 2,5 Monate, fast 3 sogar, echt Probleme hatte, mittags immer was zu essen zu finden. Es gibt in der Nähe halt nur diesen Edeka und die Auswahl ist halt richtig, richtig schlecht. Ich weiß, Edeka ist von Geschäft zu Geschäft, Laden zu Laden unterschiedlich, aber der dort war echt schlecht. Wenig Auswahl, teure Preise. Ansonsten gab es halt nur 2 Bäcker in der Nähe. Einer war okay, aber an sich auch eigentlich überteuert. Und dann gab es halt einen Bäcker an der Station, S-Bahn-Station, und der war halt abnormal, wirklich abnormal überteuert. Deswegen habe ich mich so über den Penny gefreut. Die Preise sind gut, Auswahl ist gut, perfekt jetzt für mittags immer. Ich habe mir jetzt sogar einen Möhrensalat mit Apfel gekauft. Also echt krass, Auswahl haben die. Sushi haben die im Angebot zu einem guten Preis. Also ich bin echt begeistert von Penny, tut mir leid, Leute. So, ich bin zurück mit ein paar krassen Neuigkeiten. Komplette Planänderung, wollte eigentlich was anderes drehen. Und zwar, neue Safari-Zonen wurden angekündigt. 3 neue Events. 1 in Deutschland, Dortmund. 1 in Chicago, GoFest 2.0. Und 1 irgendwann in Asien. Und zwar findet die Safari-Zone in Dortmund am 30.06. ist ein Samstag. Und am 1.07. ist ein Sonntag statt. Also ein Wochenende lang. Es ist umsonst, alle können da kommen und mitmachen. Es ist in einem Park, diesmal kein Einkaufszentrum, keine Mall, nichts gesponsert. Das ist eine Kooperation mit der Stadt und mal schauen, was da alles kommen wird. Bestimmt neue Buchstaben, vielleicht ein neues regionales und ein paar andere Sachen. Also ich werde auf jeden Fall am Start sein. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr am Start sein werdet. Und für alle, die nicht kommen können, gibt es wieder ein paar Boni, ein paar Events, irgendwelche Sachen, die stattfinden. Für alle, die dann zu Hause sind und nicht mitmachen können, nicht kommen können. Dasselbe gilt für GoFest. Ich habe mir überlegt hinzufahren, schauen wir mal, das wäre echt verrückt. Aber während GoFest läuft, genau wie letztes Jahr, mussten wir ja ein paar Aufgaben erfüllen und dann wurden ein paar Boni freigeschaltet. Wird wahrscheinlich dieses Jahr genauso sein. Und man darf nicht vergessen, letztes Jahr beim GoFest sind die ersten Legendären erschienen. Mal schauen, was die dieses Jahr bringen werden. Dann gibt es noch irgendein Event dann in Asien, das dritte. 1 in Europa, 1 in Amerika, 1 in Asien, perfekt. Also da ist ein Link zur Webseite vom Event. Da ist so ein Countdown, wann das Event anfängt. 53 Tage, 12 Stunden, 49 Minuten, 20 Sekunden. Und hier steht es drin, unser Partner Dortmund. Richtig krass. Diesmal ist es ziemlich groß, einfach nur eine große grüne Fläche, ein Park. Und mal schauen, was da alles passieren wird. Also ich bin echt gehypt, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Werde wahrscheinlich Freitag hinfahren. Und dann am Abend da noch in Dortmund chillen und dann ausschlafen und dann direkt Samstag früh. Und wie gesagt, das ist alles frei. Im Gegensatz zu GoFest in Chicago, das Ticket kostet $20 und ist von den Plätzen her limitiert. Hier können echt so viele kommen, wie wollen und wie halt passen und wie die Handyleitungen das aushalten werden. Ich weiß nicht, ob die offene Fläche was ändern wird, weil bei den Safari-Zonen in den Einkaufszentren, da hatte man echt große Probleme mit der Verbindung, mit dem Netz. Deswegen hoffe ich, dass alles klappen wird, weil ich glaube, da werden so viele Leute hinkommen. Aber wie gesagt, schreibt unten rein, ob ihr da hinfahren werdet. Ich bin am Start. Amerika interessiert uns jetzt, glaube ich, eher weniger. Das in Japan auch eher nicht. Also hauptsächlich Dortmund. Wir sehen uns dort. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.